Über Frauen hat der Bundestag heute am späten Abend debattiert. Freiheit und Gleichheit von Frauen stärken, Grundgesetz statt Parallelgesellschaft. So lautete der Titel der Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD. Das war eine Debatte, die sich weniger um Frauen drehte als um Islamisierung. Die Kriminalitätsstatistiken des Bundes und der Länder weisen aus, dass seit 2015 zu den ohnehin vorhandenen Übergriffen auf Frauen noch diejenigen Verbrechen hinzukommen, die in überproportionaler Vielzahl von sogenannten Schutzsuchenden verübt werden. Fakt, nicht Hetze. Ich weiß, das hören Sie womöglich nicht gerne, ich werde es dennoch in aller Deutlichkeit sagen, wir haben hier in Deutschland weniger ein Problem mit Fremdenfeindlichkeit als viel eher ein Problem mit der großen Vielzahl von feindlichen Fremden in diesem Land, die genau diese und andere Verbrechen verüben. Die AfD ist die einzige Partei im Parlament, die dieses virulente Thema so ausdrücklich anspricht und sich gegen eine Politik wehrt, die wahrnehmbar den Rückbau der Frauenrechte in Deutschland betreibt, sowie die Aushöhlung des Grundgesetzes zugunsten der islamischen Rechtsordnung und den dort verankerten archaischen Rollenmodellen. Ich komme zum Schluss. Wir von der AfD werden, egal wie laut sie schreien, nicht müde werden, uns für die Rechte und die Würde der Frauen auf allen politischen Ebenen einzusetzen und sagen in aller Deutlichkeit, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Vielen Dank. Es hätte mich ja auch gewundert, wenn wir heute eine Debatte über Gleichberechtigung und Gleichstellung gehalten hätten und nicht diese Polemik und diese Hetze, die wir von der AfD schon kennen. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich gesehen habe, dass diese Partei eine Debatte beantragt mit der Überschrift Freiheit und Gleichheit von Frauen stärken. Eine Partei, die hier sitzt mit einem Männeranteil von 90%. Eine Partei, bei der die Frau in unserer Gesellschaft in erster Linie eine Funktion hat, nämlich für den Erhalt des Staatsvolkes zu sorgen, deren zentrale frauenpolitische Forderung im Wahlprogramm es ist, den angeblichen Genderwahn zu beenden, sowie dass Frau aus der Ministeriumsbezeichnung Ministerium für Frauen, Familie, Senioren und Jugend gleich rauszustreichen, weil man es ja umbenennen will, in Ministerium für Familie und Bevölkerungsentwicklung. Sonst haben Sie in Ihrem Wahlprogramm zum Thema Frauen nichts zu sagen. Wo sind denn die Fragen zum Thema Gewalt gegen Frauen? Wo sind Ihre Ansichten zum Thema Förderung von Frauen in Beruf und Gesellschaft? Diese Kollegen der AfD sind mit Sicherheit die Letzten, mit denen ich gerne für Frauen in unserer Gesellschaft kämpfen will. Die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern ist kein Problem einzelner Gesellschaften oder einer Religion. Sie ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Bei uns in Deutschland, in Europa und weltweit. Schauen wir uns die Situation hier in Deutschland an. Frauen werden tagtäglich mit überkommenen Rollenbildern, mit Sexismus in Sprache, Medien und Werbung konfrontiert. Frauen werden als Sexobjekte, Opfer oder auch in der AfD als Heimchen am Herd dargestellt. Es ist diese Darstellung von Frauen und die Zuschreibung von Rollenstereotypen, die in der Öffentlichkeit die bestehenden ungleichen Machtverhältnisse von Frauen und Männern zementiert. Das hat Auswirkungen auf unsere Vorstellungen von sogenannten richtigen Frauen- und Männerbildern. Das alles hat Konsequenzen. Auch heute noch, trotz großer Errungenschaften, führt das in der Konsequenz dazu, dass Frauen immer noch 21% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, die beruflichen Aufstiegschancen von Frauen immer noch geringer sind und Frauen immer noch einen Großteil der häuslichen Sorgearbeit übernehmen. Es sind überkommene Rollenbilder und der Sexismus, der dazu führen, dass Frauen und Menschen unserer Gesellschaft strukturelle Benachteiligungen erfahren. Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz ist mehr als deutlich. Dort steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Das ist und bleibt unser Maßstab und unsere Verpflichtung. Auch ich konnte es kaum glauben, als ich gestern erfuhr, dass die AfD doch tatsächlich eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Freiheit und Gleichheit von Frauen stärken Grundgesetz statt Parallelgesellschaft angemeldet hat. Ausgerechnet die AfD, die doch so unverhohlen für völlig verstaubte Rollenbilder von Mann und Frau wirbt und die Errungenschaften der Gleichberechtigung doch am liebsten wieder verschwinden lassen möchte. Herr Gauland, im Wahlprogramm der AfD Ihrer Partei finden sich dazu bemerkenswerte Passagen. Daran fordert die AfD unter anderem, den Zugang alleinerziehender Frauen zu staatlichen Hilfeleistungen drastisch einzuschränken. Die Rechte von Frauen bei Scheidungen sollen verringert werden und Schwangerschaftsabbrüche sollen erschwert werden. Man kann es auch kurz sagen, die Frauenpolitik der AfD, die reduziert Frauen darauf, zu heiraten, am besten natürlich einen Mann, und Kinder zu gebären, und zwar je mehr, desto besser. Dass tatsächlich ausgerechnet die Fraktion mit dem niedrigsten Frauenanteil und die wirklich in ihrem Wahlprogramm kein Wort, kein einziges Wort zu Gewaltschutz, zu Frauenhäusern, zu häuslicher Gewalt hat, sich hier und in den sozialen Netzwerken zu den großen Frauenrechtlern aufschwingt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das finde ich mehr als schäbig. Die AfD instrumentalisiert Themen wie Gewalt gegen Frauen und Frauenmorde für ihren Rassismus. Und Sie haben von Kandel geredet. Ich glaube, zu Recht waren viele, viele Menschen und wir hier auch alle entsetzt, als diese junge Frau in Kandel von ihrem Ex-Partner ermordet wurde. Das hat sehr viele zu Recht erschüttert. Was macht aber die AfD heute hier wieder? Sie diskutiert einzig und allein über den Täter und lamentiert über dessen Migrationshintergrund. Diese Instrumentalisierung von Frauenrechten und Frauenmorden ist wirklich das Allerletzte. Und ich finde, das machen nur rechte Hetzer. Unsere Aufgabe als Parlamentarierin ist es, alle in diesem Land, die in diesem Land leben, zu vertreten. Wir sind die Vertreterinnen des Volkes, und zwar allen Menschen in diesem Land. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass Menschen in der Gesellschaft mitgenommen werden. Und da kann sich niemand von uns raushalten. Das gelingt am allerbesten durch Integration, aber nicht durch Ausgrenzung. Und das Grundgesetz ist das Regelwerk, auf dem unsere Demokratie steht. Es gilt für alle Menschen, die hier leben. Und der Auftrag zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen ist darin ein zentraler Teil. Und darum geht es auch hier in dieser Aktuellen Stunde, genau darum. Und wir müssen uns als parlamentarische Initiativen, bei allen müssen wir uns fragen und die auf den Prüfstand stellen und klären, ob diese tatsächlich zur Gleichberechtigung beitragen. Meine Damen und Herren von der AfD, da Sie den Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt auf die Tagesordnung gesetzt haben, habe ich nachgesehen, was Sie, wenn Sie überhaupt was zu Gewaltschutz sagen, da fordern. Und da bin ich auf eine Aussage der Berliner Kollegin Schmidt aus der AfD-Fraktion gestoßen. Die hat gesagt, Frauenhäuser zerstören Familien, weil sie die Familien trennen. Diese Aussage lässt mich stark am Bewusstsein für geschlechtsspezifische Gewalt in ihren Reihen zweifeln. Denn sie bedeutet, ob Gewalt das Leben einer betroffenen Mutter zerstört, ist egal. Familie geht vor. Wie krass ist das denn bitte?